So, einen wunderschönen Klicker hier, Folge Lektion 80, quasi x86. Ja, okay. So, danke. Was wir haben machen tun? Ich habe gestern tatsächlich geschafft. Moloch bereits auf Level 425 zu bringen. Wobei, nee, gestern waren Level 400. Die letzten 25 Level kamen jetzt über Nacht wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wir können dann bald, oder wir können es eigentlich demnächst direkt auf Bombamax umsteigen. Mal gucken, wie viele kommen denn eigentlich überhaupt noch? Ach, ja, wir sind wieder hier, ne? Doch. Bombamax und dann geht's schon bald los. Was haben wir hier? Ja. Ach, leck mich doch. Och nö, wieder einer verstorben. Ja. Ach Gott, dass die mal alle krepieren müssen, ey. Das gefällt mir nicht so. Da werde ich heute kaum was schaffen. Ist ja schade. Gut. Das heißt, was haben wir hier? Auch nur so Klatsch und Tratsch und Kacke. Gott, mit wir haben mittlerweile 3600, können wir mal irgendwie einsetzen, denke ich. Ja, wäre eine Idee? Ich weiß ja nicht. So. Ja, ihn sind wir mit ihnen sind wir soweit fertig. Das heißt, wir werden jetzt Hand an den nächsten legen. Bomber Max und ihnen hochleveln. Sache ist nur, er kostet, wie viel kostet er? Er kostet 1E5, also 1E205. Das ist noch ein bisschen teuer. Das Problem ist halt, die sind halt ja alle auf einer sehr langen Mission. Das Einzige, was ich gerade habe, ist ihn hier. Aber er bringt zu wenig. Alalalala. Tja. Ich soll hier ein bisschen gucken, ob wir mittlerweile weiterkommen. Müsste ihr eigentlich? Ja, doch, sieht gut aus. Ein paar Level schaffen wir wieder. Habt ihr mich gestern wieder alle Rekorde gebrochen? Ist klar, ist eine neue Ascension, ne? Und jede Ascension ist logisch, dass man da weiterkommt. Warum haben wir jetzt wieder nur 6000? Ach so, ja, weil ja hier die ganzen, weil die oben ja alle nur auf Level 100 habe. Und damit die ganzen Dinger hier raus sind, wie zum Beispiel die beiden, die hier unten, die hier, der und der. Nein, eigentlich nur der. Nee, nur der. Brauchen wir aber auch nicht, weil es ja sowieso hier. Nein, das kann doch nicht sein. Oh, Scheiße. Schaffen wir gerade so nicht. Arschloch. Da wir sowieso passiv spielen. Ich habe auch gestern versucht, ein bisschen aktiv zu spielen. Also kurzzeitig hier mal alle drei Finger drauf und mal gucken, wie weit ich mit der Combo komme. War aber eine absolute Katastrophe. Ich meine, ich kam da ein paar Level weiter. Das Problem ist, als ich dann die Finger wieder weggenommen habe und dann in Idle-Modus übergegangen bin, brauchte ich erstmal ewig, um mich, naja, davon zu, ich sag erstmal zu erholen, weil ist halt so, man kommt zwar mit dieser Combo da relativ weit, aber man hatte davon in dem Sinne nicht mehr, weil in der Zeit, wo man mit der Combo arbeitet, gewinnt man ja kein Geld. Das heißt, man kommt zwar in den Leveln weiter, bekommt aber keine weiteren Level hier dazu, weil man sich halt nicht leisten kann, weil ja, es kommt halt kein Geld in der Zeit rein, weil er die ganzen Geldbonusse fast alle Idle-Zonen sind. Das heißt, ich kann zwar in den Leveln weiter, meine Monster blieben aber auf den Stand von Level 2500, was ich doch immer war. Und als dann praktisch die Klick-Kombo weg war und ich dann wieder geidelt habe, naja, habe ich dann mit schwachen Monstern in hohen Level gekämpft und der ging der Balken gerade mal noch, ja, da hat es fast eine Stunde gedauert, bis der Balken einmal runter war. Also eine Stunde nicht, aber es war gefühlt so. Man konnte richtig die Zahlen mitzählen, als sie runterging. Naja, also wie gesagt,
Combo nur dann benutzen, wenn man nach der Combo dann auch gleich ascendet, weil erst Idle spielen, dann die Combo nutzen und dann wieder versuchen Idle zu spielen, keine gute Idee. Sondern wirklich machen Idle dann am Ende der Ascension mit Combo nachdrücken und dann auch direkt ascenden. Ja, hatte ich gestern ein bisschen probiert, war, wie gesagt, Schuss in den Ofen, von daher. So, ja, Bombermax. Das reicht hier definitiv nicht aus. Der hier reicht auch nicht aus. Oh Gott. Tja, das heißt, die Frage ist, ob ich dann heute überhaupt weiterkomme hier. Weil ich bräuchte schon eine Menge Geld. Wir können auch mal gucken. Ich meine, wir haben ja mittlerweile 40.000. Nein. 400.000 Hero Souls? Oh Gott, muss ich überlegen. Warte mal ganz kurz. Nee, doch 40.000 ist schon wieder. Jetzt komme ich hier schon mit den Nullen durcheinander. So, das heißt, wir könnten nämlich immer wieder ein bisschen. Habe ich gestern quasi ein bisschen vergessen. Mal wieder ein bisschen was reinbuttern. Könnten wir zum Beispiel unsere ganzen 3000er alle auf 4000 heben. Oder aber mal gucken, dass wir was halt sonst machen. Na gut, die ganzen, die Level 19 sind, die lasse ich erstmal komplett in Ruhe. Aber wie gesagt, mich reizt es gerade, hier die alle auf Level 400 zu bringen. Die Sache ist, bringt das was? Es sind ja 5 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Warum 7? Seit wann sind das 7? Na gut. Das heißt, jeder würde 3500 kosten. Rechnen wir also mit ungefähr 4, ne? Dann heißt es 4 mal. Ist, ja, 28.000, dann haben wir also gerade noch 28 Millionen, dann haben wir also noch 11 Millionen übrig. Das ist mir ein bisschen teuer. Das heißt, wir werden nicht alle upgraden, sondern uns maximal auf ein paar spezialisieren. Da wäre aber jetzt dann die Frage, welche Gilded Damage Bonus, ja, klingt interessant. Damage allgemein sind auch interessant. Das Gold wäre natürlich das Beste. Gold Drop auch geil. Gold, ja. Die Sache ist halt, es ist alles entweder Gold oder DPS. Von daher ist alles gleich gut in dem Sinne. Und effektiver als die anderen ist einer bestimmt auch nicht, weil die arbeiten ja einfach alle linear. Heißt also, der Effekt ist, egal wie ich benutze oder wie ich upgrade, ist der Effekt immer der gleiche. Es dürfte also in dem Sinne eigentlich nichts bringen, hier einen Einzelnen hochzuleveln. Von daher sollte ich vielleicht doch alle hochleveln, und zwar aber nicht um 1000 Level, sondern um 500 Level. Das wäre dann aber wiederum, ja, da sieht man aber schon, ne, 500 Level bei 3000 Level, das ist ein Sechstel. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Ah, was tue ich noch? Schissel, das Schissel. Ja. Ich meine, wir könnten es senden, dann hätte ich hier nochmal, ne, aber nein. Nee. Tja, dann heißt es in der. Also, jetzt können wir erstmal gar nichts machen. Ich muss tatsächlich erstmal warten, bis wir hier auf den nächsten kommen. Oder aber, was vielleicht gar nicht mal so dumm wäre, ich lasse ihn noch mal ein bisschen höher leveln. Das kostet dann 2E204. Oh. Scheiße. Fuck, das passt. Ach
komm, leck mich. So. Dann fehlt uns noch. Oh gut. 1E203. Das ist natürlich ein bisschen bullshitisierend. Ich glaube, du brichst jetzt nicht mehr so. Oh! Boah! Hat aber trotzdem kaum was gebracht. Scheiße. Alter. Das ist traurig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Der will ich nämlich gerne Ihnen noch ein Level spendieren. Also noch 25 Level, klar. Ganz einfach deswegen, damit dann praktisch das weitere Sparen einfacher wird. Müssen wir mal gucken. Tja, wow. Ich hab grad geliebäugelt hiermit, tatsächlich. Aber es bringt halt einfach absolut gar nichts. Es bringt halt nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stunden das hier wären. 8 Stunden, okay. Das ist natürlich klar. Das bringt eher so semi viel. Ich meine, das würde tatsächlich hierfür jetzt helfen, für die 25 Level würde es reichen, ne? Das schon. Aber die Frage ist, Kosten-Nutzen, ich weiß nicht. Irgendwie scheint mir das jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, wow, ja, das ist es, dafür 20 Rubine zu verschwenden, lohnt sich voll. Wobei, verschwenden lohnt sich voll, dann wäre es ja keine Verschwendung, wenn es sich lohnt. okay. Nee. Ja, dann. Alter, wie gerade mal. Die hinterste Zahl um 1 hochging. Ja gut, dann würde ich mal sagen, die Folge jetzt können wir nicht so viel machen. Ich hoffe einfach mal, dass ich. Also, ist klar, ich habe es auf jeden Fall jetzt innerhalb dieser Folge, ihn hier nochmal um 25 Level hochzusetzen. Ich weiß halt nur nicht, ja, ob ich es in der Folge schon schaffe, auf ihn hier zu wechseln. Ansonsten würde ich fast sagen, ich konzentriere mich heute tatsächlich die ganze Zeit auf ihn hier. Also, ich konzentrieren ist natürlich, ist ja, ich lasse den einfach im Hintergrund weitermachen und einfach hier mit Finger auf ihn und dann passt das. Von daher gucken wir dann mal, wie weit hochgelevelt er morgen ist. Das heißt, ich kann heute soweit gar nichts machen, außer ab und zu mal gucken, dass ich hier die Söldner. Aber das ist halt alles gut. Okay, der ist in einer Stunde fertig. Und sein Gold müsste tatsächlich sogar ausreichen. Na doch, das Gold hier müsste ausreichen dafür. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Okay, heißt also in einer Stunde ist dann er fertig. Kann ich ihn ja nochmal 25 Level hochleveln. Und genauso lief gestern quasi auch die ganze Zeit. Ne? Also ich habe gestern quasi die letzten beiden hier habe ich quasi komplett mittels diesen Features hier finanziert. Ist schon, ne? Aber eben, sowas geht halt nur, wenn man halt im Idle spielt und praktisch die Goldwerte ausgeglichen zu dem Level ist, wo man gerade ist. Wenn ich aber mit der aktiven Combo spiele, dann verzerre ich ja quasi genau dieses System, da ich meine DPS-Werte künstlich erhöhe und damit, ja wie gesagt, das Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht bringe. Und damit funktionieren die ganzen Sachen, die levelbezogen sind, wie zum Beispiel die Söldner, nicht mehr, weil sie praktisch für meinen aktuellen Status viel zu wenig Gold bringen würden. Aber jetzt, wie gesagt, im Idle funktioniert das relativ gut. Nur halt jetzt gerade nicht, weil halt die Missionen jetzt gerade relativ lang sind und mir gerade schon wieder einer abkrepiert ist. Na gut, können wir nicht gegen machen. Wie gesagt, in einer Stunde ist dann ja der nächste fertig. Das heißt also, bis morgen früh sollte er um so, naja, 50, 75 Level hochgelevelt sein. Und das sollte dann auch schon reichen, um dann auf ihn zu wechseln, auf jeden Fall. Weil es fehlt ja nicht mehr so viel, ne? Ich meine, um auf den anderen hier zu wechseln, waren es 1,25? Genau.
1E25, es ist quasi schon fast erreicht. Also ich könnte auch heute den ganzen Tag idlen und dann dürfte es bis morgen früh auch wieder erreicht sein, aber trotzdem setze ich erstmal hier ein bisschen auf ihn, damit das nochmal ein bisschen schneller geht und für den morgen früh gleich ein bisschen mehr machen können. Also ihm mir gleich 2-3 Level geben oder sowas, ne? Mal gucken. Ja. Von daher würde ich mal sorgen, speichern wir mal das Ganze und dann ja, genau. Dann soll es das gewesen sein mit Clicker hier was für heute. Dann gucken wir mal morgen, wie weit ich morgen bin. Ob wir uns wirklich Bombermax kaufen können. Wäre geil, wenn ja. So rum. Wow. Ja. Das sollte es dann mit dem X68er gewesen sein. Und in dem Sinne würde ich mal sorgen, ich schaue um mit V und ja, schau mit V. Nanu? Jetzt so.